die Erde. Genau wie die anderen Planeten umkreist sie die Sonne. Ohne die Sonne wäre Leben auf der Erde nicht möglich, denn sie liefert Wärme und Licht. Doch dieses Licht trifft nicht die ganze Erde gleichzeitig. Immer eine Hälfte der Erde befindet sich im Schatten, während die andere Hälfte beleuchtet wird. Weil sich die Erde um ihre eigene Achse dreht, wird es abwechselnd Tag und Nacht, und zwar genau im 24-Stunden-Rhythmus. Auf der Tagseite spendet die Sonne Licht und Wärme. Nachts, auf der sonnenabgewandten Seite, fehlt diese Energie. Daher kühlt es in den Abend- und Nachtstunden oft deutlich ab. Da die Erdachse um 23,5 Grad zur Sonne geneigt ist, sind die Tage je nach Ort und Jahreszeit unterschiedlich lang. Hier beispielsweise kurze Wintertage in Nordamerika. Im Winter ist die Nordhalbkugel von der Sonne abgewandt. Nördlich des Polarkreises ist es im Winter 24 Stunden lang dunkel. Währenddessen ist auf der Südhalbkugel Sommer. In der Antarktis scheint jetzt 24 Stunden lang die Sonne. Wir vergleichen den Sonnenstand im Juli mit dem im Januar. Am Äquator sind die Tage fast gleich lang, nämlich 12 Stunden. Näher bei den Polen ist das anders. Im Juli ist in Europa Sommer, das heißt lange Tage und kurze Nächte. Auf der südlichen Halbkugel ist es dagegen zur gleichen Zeit Winter. Im Januar ist auf der Nordhalbkugel Winter, das heißt kurze Tage und lange Nächte.